kommen wir zum Inhaltlichen. Ich habe hier was vorbereitet aus der Wikipedia. Mal gucken, ob die Nummer funktioniert. Das Informationsfreiheitsgesetz gewährt jeder Person einen voraussetzungslosen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden. Eine Begründung durch Interesse rechtlicher, wirtschaftlicher oder sonstiger Art ist nicht erforderlich. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, ich hätte damit einen Lacher auf meiner Seite, aber hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Von daher übergebe ich dann vielleicht doch lieber an die Leute, die sich mit dem Informationsfreiheitsgesetz ein bisschen besser auskennen und vielleicht für den einen oder anderen Lacher sorgen können in der nächsten Stunde. Das sind Arne Semsrott, Rainer Rehak, André Meister und Anna Biselli. Bitteschön. Hallo. Ich fürchte, wir müssen über das da reden. Über diese Demokratie, keine Sorge, ich will jetzt nicht diese üblichen Demokratiediskurse hier anfangen, die es so in letzter Zeit in Medien gibt. Soll man mit Nazis reden? Soll man Nazis irgendwie einladen auf Veranstaltungen? Nee, soll man nicht. Sondern stattdessen über wichtigere Fragen im Zusammenhang mit der Demokratie. Und zwar zum Beispiel um die Frage, wie können wir die Demokratie so gestalten, dass möglichst viele Menschen was davon haben? Wie können wir sie so gestalten, dass sie wehrhafter wird gegenüber Rassisten von der AfD und der CSU? Wie können wir da wirklich investieren in die Zukunft der Demokratie? Und ich glaube, ein wichtiges Mittel dafür ist das Informationsfreiheitsgesetz, also das Gesetz, das auf Bundesebene zumindest allen Menschen das Recht gibt, Informationen vom Staat zu bekommen. Und wirklich alle Menschen und wirklich alle möglichen Informationen. Man kann also zum Beispiel bei der Stadt Tübingen anfragen, was ist der Dienstausweis von Boris Palmer? Und eine Stunde später wird Boris Palmer selbst antworten, guten Tag, ein Interesse daran ist nicht ersichtlich. Man kann aber auch was Sinnvolles machen mit diesem Gesetz. Und es steht so ein bisschen in der Gesetzesbegründung vom IFG drin, von 2006, was so eigentlich alles dieses Gesetz können soll. Es wird verbunden mit Bürgerrechten, mit einer lebendigen Demokratie, kritischer Begleitung des Staates, demokratischen Beteiligungsrechten, zusammen mit demokratischer Meinung und Willensbildung und es soll möglich sein, die Kontrolle staatlichen Handelns besser zu kontrollieren und tatsächlich Korruptionsbekämpfung ist auch ein Mittel dieses Gesetzes. Und daran sieht man, glaube ich, schon ganz gut, was ein zentraler Punkt ist, dieses Informationsfreiheitsgesetz. Es soll Teil der Demokratieinfrastruktur sein. Also das, was Straßen für den Verkehr sind, das, was Schulen fürs Bildungssystem ist, das ist zumindest zum Teil das Informationsfreiheitsgesetz für die Demokratie und wir wollen in diesem Talk ein bisschen darauf eingehen, wie eine Nutzung von der Demokratieinfrastruktur eigentlich sinnvoll sein kann. Dazu werden Rainer, André und Anna gleich ein paar Beispiele zu zeigen und wir wollen danach ein bisschen darauf eingehen, wie kann eigentlich diese Infrastruktur ausgebaut werden. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht wie jedes Jahr der Blick darauf, wie sieht denn eigentlich die Landschaft der Informationsfreiheit in Deutschland aus? Wir sehen, es gibt drei Kategorien. Es gibt die Kategorie Bundesland hat noch gar nicht so ein Informationsfreiheitsgesetz, die Kategorie es gibt so ein IFG und es gibt Transparenzgesetze in drei Bundesländern, die so progressiv sind, dass man viele Daten gar nicht mehr anfragen muss, sondern die werden da dann von sich aus veröffentlicht. Verträge zum Beispiel. Und es hat sich tatsächlich was geändert vom letzten Jahr in dieses Jahr. Hessen unter der schwarz-grünen Regierung hat ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen. Ja, Moment. Nee, Moment. Wenn wir uns nämlich dieses Gesetz angucken, dann bleibt von Informationsfreiheit nicht wirklich viel übrig, denn alle Kommunen sind davon ausgenommen, das Landesamt für Verfassungsschutz ist davon ausgenommen, die Polizei ist davon ausgenommen und das geht einher mit dieser Polizeigesetzgebung, denn die Polizei soll jetzt in Hessen überhaupt nicht mehr der Öffentlichkeit rechenschaftspflichtig sein, soll gar keine Auskunft mehr geben. Und das ist Teil dieser Geheimdienstifizierung der Polizei. Und deswegen haben wir uns gedacht, irgendwie passt diese Kategorisierung nicht mehr. Wir brauchen eine neue Kategorie für Hessen. Und das ist die Kategorie sogenanntes IFG. Jetzt haben wir also eine Vierklassengesellschaft in Deutschland. Und Hessen hat eine neue Kategorie aufgemacht. Ansonsten hat sich hier und da ein bisschen was getan, aber noch nicht in der Geschwindigkeit, wie wir wollten. Zum Beispiel in Berlin, da hat sich die Koalition immer noch nicht dazu durchgerungen, einen Entwurf für ein Transparenzgesetz zu machen. Deswegen sitzen wir gerade am Volksentscheid für ein Transparenzgesetz in Berlin. Wir werden im Sommer anfangen, Unterschriften dazu zu sammeln und ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen. Wir wollen mit diesem Volksentscheid tatsächlich mal zeigen, was eigentlich an progressiver Gesetzgebung möglich wäre, wenn eigentlich der politische Wille dafür da ist. Wenn wir uns aber Informationen
Religionsfreiheit in Deutschland angucken, glaube ich, reicht das nicht so richtig. Wir brauchen immer den europäischen Kontext. Und wenn wir uns den anschauen, wird, glaube ich, noch mal ein bisschen klarer, wie besonders es ist, gar kein Informationsfreiheitsgesetz zu haben. Das heißt, wir haben Bayern, Sachsen und Niedersachsen in Deutschland. Wir haben Österreich und Weißrussland, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Und das will ich noch mal betonen. Bayern, Sachsen und Niedersachsen stehen tatsächlich in einer Linie mit einem Failed State und mit Weißrussland. Und es gibt eine Besonderheit an der Infrastruktur der Demokratie, glaube ich, im Vergleich zu anderen Infrastrukturen. Die nutzt sich nicht ab, wenn man sie nutzt, sondern ganz im Gegenteil, die wird besser, die wird aufgewertet, wenn man sie nutzt. Und deswegen wollen wir euch jetzt in ein bisschen mehr Detail drei Beispiele aus diesem Jahr vorstellen, wie die Nutzung der Demokratieinfrastruktur sie stärken kann. Hallo. Hallo, hallo. Meine Freundschaft mit dem IFG geht schon ein paar Jahre zurück. Ich habe das noch nie öffentlich erzählt, aber ich habe 2011 mal einen Anruf bekommen von der Open Knowledge Foundation. Du kennst dich doch mit E-Mail aus, kannst du nicht mal einen Mail-Server aufsetzen? Wir haben da so ein Projekt, Frag den Staat nennt sich das. Da kann man Dokumente vom Staat anfragen. Ich habe gedacht, wir fragen jetzt den Staat und betteln nach Dokumenten. Ich weiß nicht ganz genau, wie überzeugt ich bin, dass das funktionieren wird, aber ich habe es getan. Bin sehr froh, habe auch einen Account da eingerichtet auf dieser Plattform und den tatsächlich relativ gerne genutzt. Und es ist einfach, oft bringt man es, manchmal nicht, aber dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Es ist tatsächlich IFG nutzen mit dieser Plattform Frag den Staat so einfach geworden, dass man immer, wenn man über irgendetwas stolpert, denken kann, oh, hier wird ein Dokument erwähnt, kenne ich nicht, finde ich nicht, frage ich doch einfach mal danach und eigentlich muss es einem zugeschickt werden. Das habe ich für viele Bereiche gerne genutzt, unter anderem für den Bereich Staatstrojaner, ein Lieblingsvorhaben unserer, der Politik, um Sicherheitsbehörden, also Polizeien und Geheimdiensten zu erlauben, Geräte zu hacken, um die Kommunikation, Inhalte und sämtliche Daten, die so in einem Gerät anfallen, dann zu überwachen. Hier ein Produktvideo des Produkts Finfisher von einer deutsch-britischen Firma, das tatsächlich vom Bundeskriminalamt gekauft wurde. Haben wir dann gleich noch den Vertrag dazu angefragt. Aber der Staatstrojaner, noch ein Satz zum Hintergrund, wurde ursprünglich eingeführt gegen internationalen Terrorismus und nur vom Bundeskriminalamt und nur zur Verhinderung von diesen schweren Verbrechen. Und bis letztes Jahr, dann hat der Bundestag beschlossen, ja, wenn wir das schon mal haben, dann können wir das auch auf so ziemlich alle Straftatenbereiche, aus denen die schwere Straftaten sind, bis hin zu ganz gewöhnlicher Alltagskriminalität. So, unsere Aufgabe ist es jetzt, für ein bisschen mehr Transparenz zu sorgen. Und so haben wir das Bundeskriminalamt angefragt, hey, ihr habt doch da einen Staatstrojaner gekauft, gebt uns doch mal den Vertrag. Haben sie gemeint? Nö. Haben wir gesagt, okay, steht aber uns zu, laut IFG, also klagen wir und haben eine Klage so halb gewonnen. Wir haben einen Vertrag bekommen, aber der sieht dann so aus. Der Rest ist eingestuft. Trotzdem war die Klage sehr hilfreich und wichtig, denn auch die Polizei Berlin hat Staatstrojaner gekauft. Und auch dort habe ich den Vertrag angefragt. Die haben gemeint, nö, geben wir dir nicht. Dann habe ich gesagt, guck mal hier rüber, ich habe das BKA schon mal verklagt. Und dann haben sie gesagt, okay, kriegst du. Sieht aber wieder genauso aus. Das IFG ist nicht die einzige Möglichkeit, um an Dokumente oder Informationen zu kommen. Bundestagsabgeordnete haben die Möglichkeit, Anfragen an Regierungen zu stellen. Das kann nicht jeder Bürger, aber man kann die Bundestagsabgeordneten kontaktieren und auch gerne mal eine Frage einwerfen. Und die Grünen hatten eine Frage gestellt zu diesem Staatstrojaner. Liebe Regierung, habt ihr denn da eigentlich mal wissenschaftlich untersucht, in welchen Fällen ihr das wirklich braucht? Und die Antwort war, naja, wissenschaftlich haben wir das nicht gemacht, aber beim BKA, da gibt es so eine Fallsammlung, wo wir mal irgendwie Fälle gesammelt haben, wo das ganz nett gewesen wäre. Dann sagte, okay, interessantes Dokument, gehe ich auf Frag den Staat, hallo, da ist Arne. Und darunter ist der Button, wo man ganz einfach eine Anfrage stellen kann und sagen, hier, dieses Dokument, wie ihr da drüben berichtet habt, bitte einmal hergeben. Und eigentlich sollte es das gewesen sein, man kriegt die Antwort. Das ist nicht ganz so leicht, die Behörden haben 30 Tage Zeit zu antworten, also muss man das mal warten. Und dann reißen die Frist und dann gibt es aber so eine schöne Feature von Frag den Staat mit, ja, dann erinnert doch an daran. Und habe ich gesagt, hey, ja, ihr habt meine Frist von einem Monat überschritten, bitte gebt mir doch mal das Dokument, meine Anfrage ist wirklich echt. Dann habe ich weiter gewartet, bis zu Tag 50, dann habe ich nochmal erinnert.
Und dann habe ich meine, also nebenbei habe ich ja noch andere Arbeit gemacht. Also das EFG ist eine der Möglichkeiten, um an Dokumente zu bekommen. Als Journalist hat man noch ein paar andere Möglichkeiten. Da werden dann meine Dinge zugeschickt oder so. Zwischendrin haben wir dann mal 7 als nur für den Dienst gebraucht eingestufte Dokumente zum Staatstrojaner veröffentlicht. Unter anderem den eingestuften Teil der Antwort, auf die ich mich da bezogen habe. Aber meine EFG-Anfrage währenddessen bestand weiter aus Warten. Bis zum Tag 107, ist fast ein Dritteljahr vergangen. Da habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Jetzt schreibe ich nicht nur das BKA wieder an. Hallo, Sie haben meine Frist mittlerweile um 76 Tage überschritten, sondern auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die ist nämlich eine Vermittlungsstelle und wenn es bei IFG-Fragen Streitigkeiten gibt, kann man LFDIs oder die Bundesbeauftragte auch kontaktieren und sagen, bitte guckt euch mal meinen Fall an. Was steht da drin? Ich bin der Meinung, die Anfrage wurde zu Unrecht auf diese Weise bearbeitet. Ja, die wurde halt gar nicht bearbeitet. Die antworten mir nicht. Hat das BFDI gesagt, ja, gucken wir uns an, danke. Und einen Tag später kam tatsächlich ein Brief vom LKA. Ja, Ihre Anfrage, also danke, aber die haben wir nie bekommen. Und ich dachte, das ist komisch, weil er fragt den Staat, gibt es mittlerweile so eine Möglichkeit, wo drin steht, die E-Mail wurde erfolgreich versendet mit dem Mail-Log-Auszug. Also ihr habt die tatsächlich bekommen. Naja, und stand drin, ja, da wir die nicht bekommen haben, wissen wir nicht, was da drin steht. Habe ich gemeint, alles kein Problem. Ich habe die auf Frag den Staat gestellt. Das ist so eine Plattform im Internet, da könnt ihr die nachlesen. Also müsste ich nicht nochmal schicken. Ich habe denen einfach den Link geschickt. Ne? Ich gemeint, ja, okay. Gut, kriegst du deinen Bescheid, hier hast du dein Dokument, was du angefragt hast. Und tatsächlich, jetzt geht es darum, endlich das Dokument bekommen, jetzt geht es ans Auswerten. Welche Fälle gibt es denn, in denen die Sicherheitsbehörden, in denen Polizei und Geheimdienste Staatstrojaner einsetzen wollen? Im Bundestag zur Verabschiedung des Gesetzes hört sich das so an. Straftaten geht Bildung einer kriminellen Vereinigung. Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Kinderpornografie, Mord und Totschlag. Wenn es dann weitergeht, schwerer Raub mit Todesfolge. Ganz schlimmes Zeug, wir erinnern uns, wurde eingeführt gegen Terrorismus, dann ausgeweitet auf das. Ja, nur diese Straftaten, die der Herr Sensburg da genannt hat, stehen in dem Dokument gar nicht drin, in den Fällen, die das BKA selber gesammelt hat. Was steht tatsächlich drin? Die Hälfte der Fälle sind Drogen und ein Viertel der Fälle sind Eigentumsdelikte. Das war dann die Basis für unsere Berichterstattung, ein bisschen zugespitzt in der Überschrift, neue Faktum gefunden aus dem Dokument, BKA, eigene Zahlen belegen, wollen vor allem gegen Drogen und Eigentumsdelikte eingesetzt werden, ein paar Zitate von Politikern dazu und fertig ist es so ein Netzpolitikartikel. Was, ging immer in 100 Tage Recherche rein mit Warten. Also wenn euch nochmal jemand erzählt, Überwachungsmaßnahmen nur gegen schwerste Straftaten und Terrorismus, im Endeffekt wird es für sowas eingesetzt. Und jetzt vom Hanf zum Banff mit Anna. Das Mikro, stimmt. Ja, genau. André hatte schon gesagt, es geht zum Banff, das ist meine Lieblingsbehörde. Und ich will vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie man mit dem IFG so persönliche Beziehungen zu Behörden aufbauen kann. Das geht nämlich ganz gut, wenn man über Jahre immer wieder weiter nervt. Und zwar, das hat angefangen im Jahr 2015. Da habe ich das BAMF zum ersten Mal was gefragt. Und 2015 war ja die Zeit, wo viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind. Und ich wollte dann mal wissen, naja, was passiert denn da eigentlich bei so einer Erstbefragung? Was fragte die Leute denn da? Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum ich das wissen wollte, aber ich wollte eben auch die früher verwendeten Versionen haben. Das war am 24. November 2015 und dann ruft mich 2 Tage später ein Mitarbeiter des BAMF an, der, glaube ich, für diese IFG-Sachen abgestellt war und meinte so, Frau Biselli, wollen Sie wirklich die ganzen Versionen haben? Und ich meine so, ja. Und dann meinte er, das ist aber ganz schön viel Arbeit. Dann meinte ich, na gut, gucken wir mal, ich habe die eh schon und dann schicken sie mir einfach die aktuelle zu. Und dann kam die tatsächlich eine Woche später, ich war total begeistert und sie kam, Moment, in digital, total gut, eine Woche in digital, das fand ich in Ordnung, fand ich fair. Das war so die erste Anfrage, dann habe ich mich längere Zeit nicht mehr so richtig mit dem BAMF beschäftigt und dann ging es irgendwann wieder los.
Und zwar, als ich mich dann im Rahmen meiner Arbeit eben als Journalistin mit dem BAMF beschäftigt habe, habe ich natürlich erstmal Presseanfragen an das BAMF geschickt, bevor ich dann IFG-Anfragen an das BAMF geschickt habe. Und das ist ein ganz spannendes Ding, weil Leute ja immer denken, Journalisten super privilegiert, die können diese Behörden-Dinge fragen, aber eigentlich ist das IFG oft ein viel zuverlässigeres und besseres Mittel, um Behörden anzufragen. Das hängt aber auch ein bisschen von der Behörde ab. Deshalb ein kleiner Diskurs zu einer anderen Behörde, die ich sehr mag, nämlich dem Bundesministerium der Verteidigung. Das Bundesministerium der Verteidigung ist eine ganz großartige Behörde, um IFG-Anfragen zu stellen. Sie haben nämlich Humor. Und zwar schicken sie einem dann plötzlich so Antworten, da steht dann oben Cyber-Informationen drüber. Ich weiß gar nicht mehr, was ich angefragt hatte, aber ich fand es sehr schön, dass das handschriftlich drüber geschrieben wurde. Und vielleicht auch noch eine kleine Geschichte am Rande. Arne und ich hatten da so eine Episode mit der Bundeswehr. Und zwar hatte Arne ein Spiel der Bundeswehr angefragt, das sie selber gemacht hatten. Meinte, so hätte ich gerne. Und dann meinte die Bundeswehr so, naja, ist nicht, weil irgendwas mit Urheberrecht haben wir nicht so richtig selber gemacht. Aber sie können ja mal vorbeikommen und das mit uns spielen. Das heißt, Arne und ich sind dann in die Bundeswehrkantine gefahren und haben dann irgendwie mit so einem Presseoffizier und noch irgendjemandem dieses Spiel ausgepackt, so Unboxing-mäßig, war sehr schön. Und dann kam dann irgendwann so die Sache so, naja, also wissen Sie, diese IFG-Anfragen, die sind ja ganz schön nervig, können Sie uns nicht einfach Presseanfragen stellen? Und dann so, ja, nee, weil IFG-Anfragen soll ja jeder stellen können und diese ganze Presseprivilegierung ist halt auch ein Problem. Das BAMF sieht das genau umgekehrt, und zwar dem BAMF kann man Presseanfragen stellen. Ich wusste dann irgendwann, es gibt eine Dienstanweisung, die ist am 1. Dezember rausgekommen, und da steht irgendwas drin, wie man mit Sprach- und Textanalysen bei Asylsuchenden umgehen soll. Ich wusste nicht genau, was da drin steht, aber ich wusste, dass es dieses Dokument gibt. Deshalb habe ich auch erstmal nach dem Titel gefragt und dann gesagt, okay, können Sie mir das bitte mal zuschicken? Presseanfrage. Hat das BAMF geantwortet? Nee, das ist für den internen Dienstgebrauch und nicht öffentlich. Und dann dachte ich mir so, okay, Leute, ich habe schon vorher irgendwelche Dienstanweisungen bei euch angefragt, die habt ihr mir auch gegeben, stelle ich halt eine IFG-Anfrage. Gut, IFG-Anfrage, Dienstanweisung vom 1. Dezember, schickt mir die mal zu. 15. Januar hatten wir da, 19. Februar, relativ fristgerecht. Dienstanweisung wurde zugeschickt, sogar als EML-Datei, weil es ging damals als E-Mail raus. Hatte den Vorteil, dass man gesehen hat, an wen das alles ging. Das ging nämlich... ging nämlich spannenderweise nicht nur an die üblichen BAMF-Verteiler mit den Mitarbeitern, die eben diese Dienstanweisung kennen sollen, sondern ging auch an die Unternehmensberatung, die das BAMF dazu beraten hat, diese Geschichten einzuführen. War eine ganz spannende Geschichte, habe ich so vorher noch nie gesehen. Das heißt, Presseanfrage versus IFG-Anfrage 0:1, ihr solltet diese Anfragen auch stellen und eben euch nicht darauf zurückziehen, dass irgendjemand darüber berichten wird. Meine persönliche Routine ist, ich lese irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Medien zitieren irgendein Dokument, das ihnen vorliegt. Dann denkt man sich, naja, so geheim kann das nicht sein, fragt es an und kriegt es dann normalerweise auch. Und dann kann man sagen, hier, liebe Welt, hier, lieber Spiegel, guck mal, das Dokument steht im Internet. Geht weiter. Ich hatte ja gestern einen Talk dazu gemacht, wie BAMF-Mitarbeiter dazu geschult werden, mit diesen ganzen IT-Systemen umzugehen, die das BAMF so hat. Das heißt irgendwie so Dialektanalysen und Handyauswertungen und so weiter und so fort. Habe mich dann am Anfang primär damit beschäftigt, wie diese Dialektanalysen laufen und wollte dann eben wissen, wie die Mitarbeiter und Entscheider, ja, was denen so für Unterlagen an die Hand gegeben werden, um diese ganzen Sachen zu interpretieren. Habe dann gesagt, okay, bitte schickt mir alles, aber ich will das irgendwie nicht nur beschränkt auf bestimmte Unterlagen, sondern ich hätte einfach gerne alles. Funktioniert manchmal, manchmal auch nicht so gut. Und dann kam auch tatsächlich eine Antwort. Und zwar, ich habe dann zwei Dienstanweisungen gekriegt. Einmal die Dienstanweisung Asylverfahren, Identitätsfeststellung, nicht die ganze. Und dann die Dienstanweisung für das Asylverfahrenssekretariat, in der eigentlich so ziemlich genau das Gleiche drin stand. Und dachte so, naja, das ist irgendwie nicht so cool, weil ich glaube euch nicht so richtig, dass das alles sein kann. Und dachte, okay, irgendwie muss man diese Anfrage anders stellen, damit sie einem diesen ganzen Kram irgendwie wirklich schicken. Dann habe ich gesagt, okay, es gab mittlerweile so eine kleine Anfrage, in dieser Antwort zu der kleinen Anfrage wurden so Schulungen für BAMF-Mitarbeiter erwähnt, die irgendwie 4 Stunden oder 8 Stunden dauern sollen. Und ich dachte, naja, eine Behörde, die keine PowerPoint-Präsentation für ihre Schulungen macht, wäre ziemlich ungewöhnlich. Also fragen wir einfach mal nach diesen Schulungsunterlagen und sagen, okay, ist in dieser kleinen Anfrage erwähnt, bitte schickt mir genau das, bitte schickt mir alles, bitte schickt es mir zu allen Tools und so weiter und so fort. Dann habe ich, wie André auch schon oft, gewartet und gesagt, okay, Leute,
langsam ist die Zeit mal reif, bitte schickt mir doch was. Dann war dieser komische Pseudoskandal, der dann doch keiner war. Das BAMF hat dann so eine E-Mail geschrieben und meinte so, sorry, die juristische Abteilung ist gerade beschäftigt. Dachte ich, okay, ausnahmsweise können wir durchgehen lassen, warte ich halt noch ein bisschen länger. Irgendwann, 4 Monate später, kam dann eben die Antwort, okay, wir schicken Ihnen jetzt die beigefügten Dokumente. Hier Benutzerhandbuch, Schulungsunterlagen und so weiter und so fort. Das war dann so im August, genau. Habe ich mich gefreut, habe ich weitergelesen, dann stand da irgendwie, dürfen Sie nicht vervielfältigen, veröffentlichen oder anderen zugänglich machen. Das ist bei IFG immer so ein bisschen witzig, weil es könnten ja jetzt plötzlich tausende Leute das gleiche Dokument anfragen, dann kann man so eine Behörde ganz gut DDoSen, ist auch ziemlich nervig. Manche Behörden sagen dann so, okay, veröffentlichen wir es jetzt doch. Und ich dachte so, nee, ey Leute, den Spaß brauchen wir gar nicht erst anfangen. Hab dann gedacht, okay, das BAMF hat was ganz Tolles gemacht, das BAMF hat mir meine Präsentationsfolien für diesen Kongress schon mal vorgeschrieben, dann veröffentlichen wir das halt. Genau, das ist der Talk von gestern, den könnt ihr euch nochmal angucken. Nur meine Lieblingsfolie aus diesem Talk. Verschiedene Handytypen, die BAMF-Mitarbeiter so mitgeteilt bekommen, inklusive der Nokia-Knarre, die es eigentlich gar nicht gibt, sondern die Photoshop ist. Da habe ich mir diese Unterlagen noch ein bisschen genauer angeguckt und dachte so, wann hattest du diese Anfrage gestellt? Und du hattest eigentlich gar nicht nach Handbüchern gefragt. Da dachte ich, okay, Anfrage, die habe ich im April gestellt. Dann guckt man auf das Datum, wann diese Handbücher erstellt wurden und das war dann am 22.06. Und dachte ich mir, ist ja nett, dass sie extra irgendwie nach einer Anfrage irgendwie noch Unterlagen erstellen, die dann irgendwie sagen, wie man diese Systeme bedienen soll. Die sind auch relativ witzig, weil diese Handbücher kann man mittlerweile auf Frag den Staat angucken. Die bestehen zum großen Teil aus Copy-Paste. Das heißt, ich habe Handbücher für diese Handy-Auswertung bekommen, für die Sprachbiometrie und für die Namenstransliteration. Und man könnte wirklich sagen, das ist Version 0.1, weil da steht primär, wie man klicken soll. Nicht so richtig, wie man damit umgeht. Genau, und wir haben ja so ein bisschen gesehen, am Anfang hat das BAMF Antworten innerhalb von einer Woche geschickt, dann hat es plötzlich irgendwie 4 Wochen gedauert, was ja auch noch okay ist. Dann hat es plötzlich viel, viel länger gedauert und man hat mir den ganzen Kram nur noch auf Papier geschickt und gesagt, man darf es nicht mehr veröffentlichen. Und bei meiner letzten Anfrage ist das BAMF auf eine noch witzigere Idee gekommen. Sie haben nämlich gesagt, also ich wollte die Dublin-Dienstanweisung haben. Und dann haben sie gesagt, okay, Dienstanweisung, wir machen da jetzt eine Urheberrechtsklausel rein. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie wenige Dienstanweisungen vom BAMF gibt, die irgendwie öffentlich sind, weil Pro Asyl hatte da mal so einen ganzen Packen von veröffentlicht und es werden auch immer wieder welche rausgegeben und da war noch nie im Leben eine Urheberrechtsklausel drin, aber jetzt haben sie damit angefangen zu sagen, okay, das Werk ist urheberrechtlich geschützt, sie dürfen das nicht machen, sie brauchen unsere Genehmigung dafür. Das heißt, es ist wieder so ein Ding, wie man mit Urheberrecht, man kann es auch Zensurheberrecht nennen, versucht irgendwelche Veröffentlichungen zu unterbinden und dann dachte ich mir so, nee, ey Leute, meint ihr nicht ernst? Amtliche Werke, das Ding ist nicht besonders kreativ, Schöpfungshöhe dürften nicht erreicht sein, Urheberrechtsgesetz irgendwie für amtliche Werke ist ein bisschen schwierig, lassen wir mal, veröffentlichen wir mal. So. Genau, ist ja unser Job und ich würde euch empfehlen, genau das Gleiche zu tun. Und vielleicht am Schluss noch ein Dokument, das sehr, sehr wichtig war, das ich nicht angefragt hatte, aber Arne, glaube ich, oder? Warst du das? Genau. Das Dokument, das zeigt, dass der angebliche BAMF-Skandal eigentlich überhaupt keiner war, weil es wurde ja gesagt, okay, das BAMF hat Asylfälle an sich gerissen, die eigentlich nicht zugeordnet gewesen wären und da gab es irgendwelche komischen Dinge und da gab es irgendwie so ne, Sachen hintenrum und Leute haben Asyl bekommen, die keins hätten kriegen sollen. Und dann kam eben durch dieses Dokument, das angefragt wurde, raus, naja, so richtig ist das nicht, weil es wurde eben gesagt, ne, Antragsteller können verteilt werden, wenn eben Sachen überlastet sind und unter anderem auch explizit an die Außenstelle in Bremen. Das heißt, es ist sehr wichtig, sowohl für euch als auch für Journalisten irgendwie vorher, bevor man irgendwas veröffentlicht, mal zu gucken, gibt es dazu noch andere Dokumente, sich die anzugucken und die eben auch der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, weil dann ist es eben nicht so, dass irgendwie ein paar Journalisten die Deutungshoheit über irgendwelchen Kram haben, sondern alle sich das angucken können, sich eine Meinung drüber bilden können. Genau, und dann gehen wir vom Zensurheberrecht zu intransparenzbelasteten Orten. Das macht der Rainer. Ja, hallo, hallo, hallo. Also, ich spreche, ja, ich merke das. Ich merke das, hallo, hallo. Wer war's? Okay, oh ja, sehr schön, okay. Also, wir hatten hier quasi
Audiofressend belastende Orte. Okay, gut, hallo. Ich werde euch etwas über intransparenzbelastete Orte erzählen. Und zwar eine Situation, die im Jahre 2016 begann. Manchmal sind Dinge, manchmal dauert es etwas länger. Und zwar in der Riga-Straße in Berlin gab es ein paar Zusammenstöße zwischen linken Wohnprojekten und Polizei. Linke Wohnprojekte heißt dabei Leute, die da wohnen und Miete zahlen. Nur vorausgesagt, da gab es ein paar Räumungen, die im Nachhinein dann auch als illegal sich rausgestellt haben. Und in der Straße selber, also sozusagen der öffentliche Bereich, gab es plötzlich massive Polizeikontrollen auf der Straße. Was tut man, wenn man nicht versteht, was die Staatsmacht gerade da so tut? Man geht auf fragdenstaat.de und macht eine IFG-Anfrage und fragt, was ist denn da mit diesem offensichtlich irgendwie belasteten Ort und fragt, warum ist das so? Ist es tatsächlich offiziell irgendwie eingestuft und was für Befugnisse kommen da raus und so weiter? Tja, es ergab sich dann, okay, die Rechtsgrundlage ist wohl irgendwie das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz und das deckte sich dann auch mit Freunden. In der Nähe arbeite ich da auch an der Riga-Straße. Die Erfahrung, dass quasi Polizei auf der Straße einfach Leute willkürlich anhält und Identitätsfeststellung machen kann, Datenabgleich, Durchsuchung von Personen und Sachen, das heißt Rucksäcke, Autos, Kinderwagen, alles Mögliche. Und die IFG-Anfrage, was da genau eigentlich los ist und warum sie das dürfen und so weiter, wurde einfach abgelehnt, ohne lange Wartezeit. Die Begründung dabei war sehr interessant. Einerseits, das Recht auf Akteneinsicht besteht nur dann, wenn bevorstehende behördliche Maßnahmen vereitelt werden. Ja, okay, interessant. Und zweitens, Paragraph 11 fand ich dann sehr interessant zu sagen, ja, schwerwiegende Nachteile für das Wohl des Bundes oder eines Landes oder eines schwerwiegende Gefährdung für das Allgemeinwohl. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, was machen die denn da? Also, konnte ich mir nicht so richtig vorstellen. Aus der Presse erfuhr man dann so von den Waffenfunden in der Riga-Straße, ihr wisst schon, so Satellitenschüssel und Einkaufswagen und so. Es ist Waffe, ja, die Worte sind ja eigentlich die härteste Waffe. Naja, gut. Und die Begründung der Polizei ging dann weiter mit, sie können diese IFG-Anfrage nicht beantworten, weil ansonsten sozusagen zugeben, dass das ein besonders belasteter Ort ist irgendwie, weil es das Sicherheitsgefühl der Bewohnerinnen und Bewohner da irgendwie beeinträchtigen würde. Und da dachten so die Leute, die da auch wohnen, so, hier haben wir nachts über Polizeiautos, Blaulicht, Hundertschaften stehen und ihr wollt es uns auf Papier nicht sagen, dass wir kein komisches Sicherheitsgefühl haben. Also dachte man sich so irgendwie, okay, das Unsicherheitsgefühl ist da. Das Unsicherheitsgefühl entsteht gerade auch dadurch, dass nicht gesagt wird, was da eigentlich los ist. Na gut, die nächste Begründung war dann, PS von der Polizei, staatliches Handeln darf nicht kalkulierbar oder voraussehbar sein. Okay. Ich weiß nicht, ob das quasi so ein Selbstgespräch war, weil oftmals ist es ja eigentlich so, sogar aus der rechten Hand, linke Hand, ihr wisst es so. Okay, aber das war so ein Punkt, wo wir uns dann dachten, nee, Moment, also es ist Zeit für Eskalation. Das heißt, wir haben auch mit Hilfe von Frag den Staat eine IFG-Klage angestrengt. Manchmal reicht Fragen eben nicht, ihr erinnert euch an den Hund, und haben dann die Berliner Polizei verklagt auf Herausgabe dieser Dokumente, die sagen, warum da überhaupt was stattfindet. Weil man eine Klage sich nicht immer leisten kann, haben wir auch einfach einen Spendenaufruf gemacht, zusammen mit dem FIF. Und haben dann eine Ablehnung der Polizei bekommen. Und haben dann selber unsere Fragestellung an unseren Rechtsanwalt übergeben, zusammen mit den Ablehnungsgründen und so weiter. Und dann hat er darauf so reagiert, ne, zur Erinnerung, es geht um schwerwiegende Nachteile für das Allgemeinwohl und so weiter. Und unsere Erwiderung war dann interessanterweise, wir gestatten uns lediglich den Hinweis, dass beispielsweise die Polizei Bremen die dortigen Gefahrengebiete, ne, regelmäßig im Internet veröffentlicht. Da steht dann, wo genau, bis wohin, also ihr seht das auf den Folien in der Mitte, Örtlichkeit genau mit den Straßenzügen bis wohin, zeitlich die Beschränkung und sogar die Zielgruppe, also männliche Jugendliche bis 35-jährige männliche Personen. Also soweit kann es ja mit dem Allgemeinwohl und der zusammenbrechenden westlichen Zivilisation nicht sein, wenn man diese Sachen veröffentlicht. Naja, gut.
Interessanterweise war der Punkt 2, wo, da hat man ja, ne, ihr habt ja auch gelacht, darf nicht kalkulierbar oder voraussehbar sein. Da war die Antwort von unserem Anwalt dann einigermaßen fassungslos, hinterlässt uns allerdings der Umstand, dass der Beklagte allen Ernstes erneut meint, staatliches Handeln dürfe nicht kalkulierbar oder voraussehbar sein. Der Beklagte möge gelegentlich eine handelsübliche Kommentierung zu Artikel 20 Grundgesetz zur Hand nehmen. Das Gegenteil ist richtig. Ich übersetze das mal für uns. One does not simply ignore a handelsübliche Kommentierung von Artikel 20 Grundgesetz. Okay, Fun Fact nebenbei. Wir haben die Polizei verklagt, während die Polizistinnen und Polizisten selber sich mittlerweile medial beschwert haben, dass sie für Wahlkampf missbraucht werden. Die hatten nämlich auch keinen Bock, da zu sein. Nur mal so. Okay, gut. Also manchmal ist man auf der gleichen Seite überraschenderweise. Na gut, dann gab es Mitte 2017 eine mündliche Anhörung dazu. 4 von den 5 Fragen, die ich anfangs aufgeführt habe, wurden dann tatsächlich auch beantwortet. Aber 4 von 5 ist nicht 5 von 5, deswegen sozusagen haben wir nicht gewonnen. Die Einstufung und Begründung wurde geliefert, da wurde dann gesagt, ja, okay, jetzt so, ne, irgendwie so 1,5 Jahre später, wir sagen, ja, es ist offiziell ein kriminalitätsbelasteter Ort und wir so, ach, really, okay, dankeschön, aber gut, Ehrlichkeit gewinnt. Aber die ganz genaue Ausdehnung, die fehlte noch. Und tatsächlich spielten sich dann Szenen da in der Anhörung ab, wo wir gesagt haben, ja, aber die genaue Ausdehnung, da würde man dann sagen, an der Stelle ist, es geht bis zu dieser Straße. Und da war die Antwort, ja, aber diese ganzen StraftäterInnen, die würden dann, wenn sie wissen, wo die Linie verläuft, einfach tatsächlich 30 Zentimeter weitergehen und da die Straftaten verüben und dann dürften wir sie ja nicht mehr kontrollieren. Okay. Also, ich dachte daran. Aber, und der weitere Punkt war, wir erinnern uns, es ging um die Rigaer Straße und insbesondere um ein Haus der Riga 94. Das heißt also, wie verlagert man dann Straftaten, die rund um eine Immobilie stattfinden? Keine Ahnung, vielleicht hat das mit diesen Drogenfilmen zu tun. Okay, gut. Also das Zwischenergebnis jedenfalls war, es gab tatsächlich eine strukturelle Verbesserung. Es geht nicht ganz natürlich auf unser Konto. Es gab auch eine andere ganze Reihe von Fragen vorher schon diesbezüglich. Aber Rot-Rot-Grün in Berlin hat tatsächlich bei den Richtlinien der Regierungspolitik, also das Datum verwirrt ein bisschen, es war tatsächlich nach dieser Anhörung, gesagt, ja, die kriminalitätsbelasteten Orte, alles, was es davon gibt in Berlin, wird jetzt immer live veröffentlicht. Das heißt also, so eine Anfragen ergeben nicht nur sozusagen Ergebnisse, sondern tatsächlich strukturelle Veränderungen. Und das ist schon mal eine ziemlich coole Sache. Wir hatten vorher auch Media-Coverage diesbezüglich. Und ja, naja, man kann jetzt sagen, die Berufung, wir sind dann in Berufung gegangen und die dauert an. Und die dauert an und wir haben Geduld, aber das ist okay, wir haben Geduld haben wir genug. Ansonsten Dank an unseren Anwalt, an Frag den Staat natürlich, an Juliane Krüger, an Marco Mitter, Paul Geigerzähler und insbesondere an die Spenderinnen, die Klage ermöglicht haben. Und damit gebe ich weiter. Es gibt in diesem Zusammenhang mit diesen beiden Anfragen 2 Aspekte, die ich nochmal hervorheben will. Das eine ist, dass sowohl die Informationen interessant sind, die man kriegt, als auch die Informationen, die man nicht bekommt. Noch ein weiteres Beispiel dazu ist der Afghanistan-Lagebericht von diesem Jahr. Den haben wir angefragt beim Auswärtigen Amt. Das ist so der Bericht zur Sicherheits- und zur Menschenrechtslage in einem Land. Und wir haben den angefragt und der sah dann teilweise so aus. Und ich glaube, dass allein diese Schwärzung allein schon ein sehr gutes Bild über die Menschenrechts- und Sicherheitslage in Afghanistan ergibt. Interessantes Detail zu diesem Bericht ist, dass dieser Sicherheitsbericht 2017 eigentlich gemacht werden sollte, wegen eines Terroranschlags auf die deutsche Botschaft, aber erst 2018 fertiggestellt werden konnte. Das heißt, wer jetzt tatsächlich noch über Abschiebung nach Afghanistan reden will, der macht menschenverachtende Politik. So, und ein zweiter Aspekt, der, glaube ich, ganz interessant ist, ist, dass man übers IFG nicht nur Auskünfte bekommt, sondern tatsächlich Kopien der Originaldokumente. Und dafür habe ich auch noch mal ein Beispiel, und zwar einen Bericht des Auswärtigen Amts zu Flüchtlingslagern in Libyen, die da Augenzeugenberichten ausgewertet haben und unter anderem schreiben, dass es in diesen Flüchtlingslagern KZ-ähnliche Verhältnisse gibt. Und das ist
An sich als Zitat schon mal sehr beeindrucksvoll, aber wenn man dieses Dokument sieht mit dem Logo vom Auswärtigen Amt drüber, die tatsächlich von KZ-ähnlichen Verhältnissen sprechen, dann weiß man, wie schlimm es da steht. Und Deutschland und Europa kooperieren aber weiter mit Libyen in diesem Zusammenhang. So, das ist die Nutzung der Demokratieinfrastruktur. Ich glaube, dass wir noch mal einen Blick darauf werfen sollten, wie man diese Infrastruktur ausbauen kann. Das betrifft natürlich nicht nur das Informationsfreiheitsgesetz selbst. Informationsfreiheit ist natürlich ein Ökosystem, da geht es auch um andere Gesetze, unter anderem um dieses Gesetz. Das ist der Paragraph, der von den Nazis im Mai 1933 eingeführt wurde, der heute 219a Strafgesetzbuch ist. Hier geht es also um die Informationsfreiheit im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen. Die Nazis, und das will ich nochmal betonen, die Nazis haben diesen Paragraph 219a im Mai 1933 eingeführt. Und ich glaube, dass für Strafgesetzbuch im Prinzip das Gleiche gelten sollte, was hier für diesen Kongress gilt, nämlich Nazis raus und Nazis sollten auch raus aus unserem Gesetz. Das Informationsfreiheitsgesetz wird demnächst auch geändert werden. Es gibt eine Antwort auf eine kleine Anfrage. Es ist noch nicht klar, was genau geändert wird. Ich habe den zuständigen Referenten im Innenministerium angerufen und der meinte, ja, wissen wir nicht genau, ich gehe morgen in Rente. Korrelation, keine Kausation, Korrelation. Wir wissen also noch nicht genau, was kommt. Wahrscheinlich wird dieses Gesetz eher vom zuständigen Innenministerium ein bisschen eingeschränkt, aber darauf wollen wir uns erstmal nicht fokussieren, sondern darauf, wie wir unabhängig davon eigentlich diese Infrastruktur ein bisschen ausbauen können. Dazu will ich noch mal kurz auf eine Kampagne zurückkommen, die wir letztes Jahr gestartet haben, Gläserne Gesetze, in der es darum ging, dass alle Referentenentwürfe von Ministerien und alle Lobbystellungnahmen, die dazu eingehen, also der gesamte erste Teil des Gesetzgebungsprozesses, dass der öffentlich werden soll. Und wir sind damit an die Bundesministerien herangetreten, gemeinsam mit Abgeordnetenwatch, haben gesagt, bitte veröffentlicht das doch. Und die haben gesagt, ja danke, haben aber nichts gemacht. Und haben wir uns gedacht, okay, wir sollten da was machen. Wir haben also eine Datenbank gebaut mit 17.000 Dokumenten, mit Referentenentwürfen, mit Lobbystellungnahmen dazu und haben diese Datenbank freigeschaltet und haben uns gedacht, okay Leute, wir versuchen doch einfach mal all diese Dokumente anzufragen. Und innerhalb von einer Woche sind dann knapp 2000 Anfragen an den Bundestag gegangen. Und es hat sich gezeigt, und die Bundesministerien haben sich schnell darauf geeinigt, nach nur 3 Wochen, dass diese Dokumente veröffentlicht werden. Allerdings gab es noch keine Entscheidung für die Zukunft. Das war nur eine Entscheidung für die Vergangenheit. Und wir sind dann dieses Jahr nochmal auf die Bundesministerien zugegangen und haben gesagt, bitte veröffentlicht das doch, sonst machen wir nochmal so eine Kampagne. Und im November haben tatsächlich die Bundesministerien entschieden, dass sämtliche Referentenentwürfe und Lobbystellungnahmen in Zukunft alle veröffentlicht werden. Und wir haben da durchaus Gefallen gefunden an so einer bisschen spielerischen Herangehensweise und wir haben uns gedacht, wie können wir denn die Ministerien ein bisschen noch mehr auf unsere Seite ziehen? Nochmal einen spielerischen Ansatz mit dem IFG. Also haben wir die IFG-Meisterschaften dieses Jahr ins Leben gerufen. Und das Prinzip der Meisterschaften ist, wir stellen allen Bundesministerien gleichzeitig eine Anfrage, lassen die in Duellen gegeneinander antreten und wer zuerst eine Frage beantwortet, kommt eine Runde weiter. Und das waren total interessante Partien. Total interessante Partien, gerade so in der ersten Runde. Diese Partie war interessant. Das Auswärtige Amt hat gewonnen gegen das BMZ und das war, ich glaube, das erste Mal in dieser Legislaturperiode, dass sich die SPD gegen die Union durchsetzen konnte. Wir haben das alles so ein bisschen live getweetet, auf Social Media versucht, die Ministerien ein bisschen mit reingezogen und die haben alle geantwortet. Es war total interessant. Das Innenministerium hat eine Anfrage nach einem Tag beantwortet. Das haben die noch nie vorher gemacht, aber wir haben das dann getweetet und haben gesagt, nach einem Tag Paukenschlag, Horst Seehofer im Halbfinale. Und das Innenministerium hat geantwortet mit einem GIF. Und ich glaube, in Runde 2 hat mich ein Ministerium angerufen, die haben mir was zugeschickt und haben angerufen. Haben Sie es bekommen? Sind wir eine Runde weiter? Super.
Und wir haben dann einen Trailer gebaut für das Finale. Wollten wir eigentlich abspielen, aber die GEMA sitzt ja hier einigen Nacken. Deswegen können wir es leider nicht machen. Das ist GEMA-Musik. Deswegen, da müssen wir jetzt alle durch. Machen wir das live einfach, die Musik stattdessen. Sterben. Ja, ja. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die GEMA sterben muss, damit wir streamen können. Bist du bereit? Okay. Stefan Wehrmeier, Gründer und Entwickler von Frag den Staat. So, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Anja Karliczek hat gewonnen. Und wenn ihr euch fragt, hat denn Anja Karliczek einen Pokal dafür gewonnen, dass sie gewonnen hat? Ja, natürlich hat sie einen Pokal bekommen. Der Pokal sah so aus. So, interessant an dieser ganzen Story fand ich eigentlich, wie sich die Ministerien gerade auf Social Media so bewegt haben, vor allem das Innenministerium, hatte ich ja schon angesprochen. Das lief alles zeitgleich ab zu dieser Affäre, zum sogenannten Masterplan Migration. Den haben wir versucht, ewig per IFG anzufragen, haben den nicht bekommen, haben den dann letztlich geleakt in zwei Versionen, einmal der CSU-Version und der BMI-Version. Es gab dann die Frage, haben die was miteinander zu tun? Keine Ahnung. Und das Innenministerium war da relativ stark unter Feuer. Ja klar, sie hatten ja auch so ein menschenverachtendes Dokument bereitgestellt. Und die haben sich dann gedacht, machen wir doch auf Social Media was ganz Neues. Wir machen einen neuen Hashtag. Frag den Minister. Und die Idee dahinter war, dass alle Menschen einen Tweet ans BMI schicken können, ans Innenministerium, unter diesem Hashtag. Und Horst Seehofer, der antwortet dann persönlich darauf. Und die am meisten gestellte Frage an das BMI war diese hier, nämlich wann treten sie eigentlich zurück? Und die hat er dann auch schnell selbst beantwortet, nämlich so, diese Frage stellt sich nicht. Und ich glaube, damit ist diese Pseudotransparenz, diese schleimige Pseudotransparenz von den Ministerien auf Twitter ganz gut beschrieben. Da wird eine Frage gestellt und es wird gesagt, diese Frage stellt sich nicht. Das hat mit Informationsfreiheit nichts zu tun. Wir haben uns deswegen gedacht, ja, wir schauen uns mal ein bisschen genauer an, was das Innenministerium eigentlich auf Twitter so tut und was sie relativ häufig tun ist, die fragen dann Nutzer, wenn es so ans Eingemachte geht, darum, ob sie denen eine Direktnachricht schicken. Haben wir uns gedacht, super, wir können ja diese Direktnachricht anfragen. Man kann ja auch E-Mails anfragen, warum dann nicht auch Direktnachrichten? Und das Innenministerium hat gesagt, nö. Also haben wir uns gedacht, okay, super, neuer Hashtag. haben also Klage eingereicht gegen das Innenministerium. Und ich glaube, diese Anfrage und die Klage ist sehr interessant, weil es da nicht nur darum geht, was jetzt genau diese Direktnachrichten sind, sondern ganz generell darum, dass auch Informationen von privaten Plattformen, von Twitter, von Facebook, aus WhatsApp-Gruppen von Behördenmitarbeitern zugänglich gemacht werden. Bis jetzt gibt es so einen Fokus auf eine Akte, aber die ist natürlich heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Und die Klageerwiderung vom BMI ist schon angekommen. Da steht zum Beispiel drin, und das finde ich ganz großartig, dass einfach so eine Korrespondenz nicht mit der gleichen Sorgfalt veraktet werden muss. Schön ist auch der erste Satz, wenn die Verwaltung dem sozialen und technischen Wandel nachgibt. Da sieht man ganz gut, wie der Ansatz ist. Also es müsse jetzt nicht mit der gleichen Sorgfalt veraktet werden. Und dazu habe ich doch nur eine kleine Sache zu sagen, nämlich folgende. Also, ich glaube, ob man Deutschland jetzt gut findet oder schlecht, ob man links ist oder rechts, es gibt, glaube ich, eine Sache, darauf können sich alle einigen. Die deutscheste Sache, die es gibt, ist, dass deutsche Behörden Taten von Deutschen in Deutschland und Taten von Deutschland im Ausland einfach sorgfältig verakten. Und ich glaube,
Das wird dann auch das Verwaltungsgericht so feststellen und hoffentlich gibt es dieses Jahr noch eine, beziehungsweise nächstes Jahr dazu noch eine Verhandlung. Wir haben ein paar Klagen dieses Jahr auch schon zu Ende gebracht. Wir hatten zum Beispiel den Landtag Rheinland-Pfalz verklagt, weil die nicht die Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes herausgeben wollten. Und alle Fraktionen, also von den Grünen bis zur AfD, haben sich dagegen gewehrt. Und wir haben aber gewonnen. Wir haben in erster Instanz gewonnen, in zweiter Instanz gewonnen und vor 2 Monaten wurden all diese Gutachten veröffentlicht. Und ganz interessant fand ich dabei, was der parlamentarische Geschäftsführer der SPD Rheinland-Pfalz dazu meinte. Der meinte, wenn die Gutachten veröffentlicht werden, dann entsteht natürlich ein Rechtfertigungsdruck. Ihr habt damals das und das vom Wissenschaftlichen Dienst aufgeschrieben bekommen. Warum habt ihr diese Empfehlung so oder so interpretiert? Und wir müssten dann im Nachklapp unsere Entscheidung in der Landtagsfraktion in der Öffentlichkeit nochmal darstellen. Das wäre natürlich furchtbar, wenn so etwas passieren müsste. Aber jetzt sind diese Gutachten alle öffentlich. Wir haben auch eine Klage gewonnen im Zusammenhang mit dem Bundesrat. Der Bundesrat hat 65 Jahre lang das Abstimmungsverhalten der Bundesländer nicht veröffentlicht. Man sieht nur in den offiziellen Protokollen, wie Bundesländer wie das Ergebnis ist von einer Abstimmung, aber nicht wer wie abgestimmt hat. Und wir sind an einzelne Bundesländer herangetreten, um die dazu zu bringen, ihr Abstimmungsverhalten zumindest bei sich zu veröffentlichen und waren damit erfolgreich. Wir haben Hessen verklagt, haben damit gewonnen und an Sachsen-Anhalt sind wir rangegangen. Wir haben das Abstimmungsverhalten der letzten Sitzung angefragt, haben das bekommen. Von der vorletzten Sitzung haben das bekommen. Von der Sitzung davor haben das bekommen mit einem Schreiben, okay, wir veröffentlichen das jetzt alles. Das könnt ihr auch, wenn ihr wollt. Wir haben weiterhin einen Klagefonds namens Transparenzklagen gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir finanzieren euch eure Klagen in diesem Bereich. Es gibt noch ein paar weitere Klagen, die dieses Jahr leider nicht zur Verhandlung kamen. Das liegt daran, dass Verwaltungsgerichte gerade chronisch überlastet sind. Deswegen dauert das leider auch alles. Und ich glaube, gerade in dem Zusammenhang ist es wichtig auch zu sagen, wer muss denn eigentlich mehr klagen? Und ich glaube, das sind die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Wir haben mal abgefragt, wie viele Klagen die eigentlich nach dem IFG in diesem Jahr gemacht haben. Und ich glaube, wenn allein Netzpolitik oder Frag den Staat mehr klagen als der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland, dann läuft da auf jeden Fall was verkehrt. Und damit will ich auch schon zum Schlussteil kommen. Der heißt hier Demokratie leben und der heißt deswegen so, weil es ein Bundesprogramm gibt vom Familienministerium. Das Familienministerium hat ein Programm namens Demokratie leben, in dem es hunderte Millionen Euro an Basisinitiativen geben soll, um die Demokratieinfrastruktur letztlich zu fördern. Wir haben relativ viel dazu gearbeitet dieses Jahr, haben unter anderem einen Erlass vom Innenministerium veröffentlicht, der damit in Zusammenhang steht. Und in diesem Erlass steht drin, dass sämtliche staatlichen Leistungen, die von Privaten in Anspruch genommen werden, vorher erstmal geprüft werden sollen. Und zwar nicht nur von den Ministerien, sondern das Innenministerium sagt, alle Ministerien sollen dann die Daten von solchen Bewerbern weiterleiten an das sogenannte Bundesamt für Verfassungsschutz. Und das Familienministerium hat im Rahmen dieses Programms Demokratie leben davon ordentlich Gebrauch gemacht. Das kam dann durch eine kleine Anfrage raus. Was die nämlich gemacht haben, ist, die haben insgesamt 51 Organisationen an den sogenannten Verfassungsschutz, also an den Geheimdienst, weitergeleitet, um checken zu lassen, ob diese Organisationen letztlich ein Demokratiesiegel verdient haben oder nicht. Und das muss man sich, glaube ich, nochmal vor Augen führen. Der Geheimdienst entscheidet darüber, wer förderungswürdig ist im Demokratieprogramm und wer nicht. Und wir hatten ja vor einigen Jahren schon mal mit ihr hier die Extremismusklausel durchgespielt. Die wollte, Christina Schröder, ehemalige Familienministerin, wollte, dass Organisationen, bevor sie Gelder beantragen in so einem Programm, erstmal eine Nicht-Extremismus-Klausel unterschreiben. Und das wurde erfolgreich weggeboxt, weil sich so viele zivilgesellschaftliche Organisationen dagegen gewehrt haben. Was hat das Familienministerium darauf gemacht? Die haben gesagt, okay, wenn das so nicht läuft, dann machen wir es jetzt mit dem hier. Und Hans-Georg Maaßen und seine AfD-Kumpels, die haben letztlich im Geheimdienst darüber entschieden, ob 51 Organisationen so eine Förderung bekommen können oder eben nicht. Und wir wissen darüber nichts Genaueres. Wir wollten mehr darüber erfahren und es wurde uns aber gesagt, ja, Geheimdienst ist halt geheim. Das heißt, es ist überhaupt nicht klar, wie der sogenannte Verfassungsschutz denn eigentlich prüft. Es ist nicht klar, welche Daten dazu herangezogen werden. Es gibt letztlich nur ein Ergebnis an das Familienministerium, Daumen hoch oder Daumen runter und dann gibt es eine Entscheidung dementsprechend. Und wir sind dann ans BMFSFJ, an das Familienministerium, rangetreten und haben eine IFG-Anfrage gestellt, natürlich nach den Namen der 51 Organisationen. Das wurde dann abgelehnt und ich wurde
eingeladen ins Familienministerium zum zuständigen Referatsleiter, der mir dann sagte, Herr Semsrott, bitte nehmen Sie von dieser IFG-Anfrage Abstand und erklärt hat, dass das nicht gut wäre für alle Beteiligten, wenn das an die Öffentlichkeit kommt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das klingt interessant. Wir haben also Klage eingereicht auf Zugang zu den Namen dieser 51 Organisationen. Und wenn man die Klageerwiderung, die ist vor 5 Tagen bei uns eingetroffen, wenn man die liest, dann ist die wirklich bemerkenswert. Die ist von einer externen Anwaltskanzlei gemacht worden, Redeker Sellner Daas heißt die. Das ist eine Anwaltskanzlei, die Tausende, vielleicht Zehntausende Euro kostet, auf Steuerzahlerkosten und die das jetzt fürs Familienministerium macht. Und die argumentieren, dass, wenn diese Organisationsnamen an die Öffentlichkeit kommen, die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre. Warum? Weil dann weniger Organisationen Anträge schreiben würden ans Familienministerium. Und so sieht diese Klageerwiderung aus. Da steht, wenn die Organisationsnamen offengelegt werden würden, ist zu erwarten, dass die Überprüften, aber auch andere Projektträger misstrauisch gegenüber dem Familienministerium werden würden. Die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit wäre damit gestört, wenn nicht sogar zerstört. Das heißt, dass das Ministerium sagt, wenn bekannt würde, was wir wirklich machen, kann man uns nicht mehr vertrauen. Und das ist, glaube ich, wirklich, wirklich bemerkenswert, dass das überhaupt nicht bestritten wird, dass es total problematisch ist, hier mit dem Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Aber anstatt die Konsequenz daraus zu ziehen, zu sagen, wir machen das nicht mehr, ist die Konsequenz daraus zu sagen, wir halten das jetzt geheim. Und ich glaube, wenn das die Idee von Demokratie ist, die das Familienministerium hat, dann sollten wir ihr nochmal beibringen, was Demokratieleben eigentlich bedeutet. Und damit kommen wir zum Schluss. Ich glaube, wir haben einen ganz schön großen Investitionsrückstau. Ich glaube, so nennt man das im Bereich der Demokratieinfrastruktur. Das, was wir so aus Breitband und so weiter kennen, haben wir im Demokratiebereich auf jeden Fall auch. Deswegen ist es wichtig zu investieren daran. Und das meine ich gar nicht nur finanziell, das meine ich eben auch praktisch. Denn, ich habe es vorher schon gesagt, die Demokratieinfrastruktur, die wird besser, wenn man sie nutzt. Und die wird besser, wenn man fragt und die wird besser, wenn man klagt. Und wir können das sehr gerne zusammen machen. Und damit herzlichen Dank. Machen wir hier. Bleib stehen. Okay. Mein Mikrofon einzuschalten. Wir haben tatsächlich noch 8 Minuten Zeit für Fragen. Falls ihr Fragen habt, versammelt euch an den Mikrofonen, die hier so rumstehen. Wir versuchen so schnell wie möglich, so viel wie möglich durchzunehmen. Und weil ich die 2 als erstes gesehen habe, fangen wir mit Mikrofon Nummer 2 an. Vielen Dank. Ist das Mikro an? Mikrofon Nummer 2 an. Ich schnack hier einfach weiter rein. Ja, vielen Dank erstmal für den Talk. Es war sehr erfrischend wie immer. Ihr macht geile Arbeit. Ganz kurze Frage, Anne. Du hattest diese Folie gezeigt, wie viele andere Klagen ihr noch am Laufen habt. Und da habe ich gesehen, dass ihr eine Bergbaugesellschaft verklagt. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Das hat mich neugierig gemacht. Hört mal. Ja, das ist die LMBV, genau. Das ist eine Gesellschaft, die für Tagebau nach Sanierung zuständig ist. Also die machen die Sanierung von großen Landschaften in der Lausitz. Und die haben wir nach dem UIG, nach dem Umweltinformationsgesetz, also einem Spezialgesetz, verklagt, weil die gesagt haben, wir sind überhaupt nicht auskunftspflichtig. Allerdings ist das ein Unternehmen zu 100% in staatlicher Hand. Und damit ist es zumindest nach dem Umweltinformationsgesetz auch auskunftspflichtig. Und das ist so eine Grundsatzklage, weil wir damit hoffentlich dann klären, dass auch so eine Gesellschaft, die ist milliardenschwer, auskunftspflichtig ist. Und Mikro Nummer 8. Nee, warte, wir fangen mit dem Internet an. Erstes Internet, dann die 8. Okay. Eine Frage ist, sind Fälle bekannt, in denen häufige IFG-Anfragen zu Repressionen geführt haben? Geld bezahlen ist auch Repression, oder? Es ist ganz schön teuer. Es gibt allerdings, ja, genau, darauf, das ist ein guter Punkt.
Was uns wichtig ist, ist, dass man Anfragen auch pseudonym stellen kann. Und das ist ein großer Streitpunkt, den wir in den letzten Jahren hatten, vor allem mit dem Innenministerium. Wir sind der Ansicht, dass man, wenn man nicht will, dass eine Behörde den eigenen Namen bekommt, dass man auch die Möglichkeit haben sollte, pseudonym so eine Anfrage zu stellen. Das Innenministerium sieht das anders. Und es gab in diesem Jahr einen Fall von Jan Kuciak, das ist ein slowakischer Journalist, der aufgrund von einer IFG-Anfrage ermordet wurde. Er und seine Verlobte. Was da nämlich passiert war, der hatte eine Anfrage an eine slowakische Behörde nach dem dortigen Informationsfreiheitsgesetz gestellt und hat dabei seinen Namen und seine Adresse angegeben. Und darin ging es um die organisierte Kriminalität. Was hat die Behörde gemacht? Die hat diese Anfrage weitergeleitet an die Betroffenen von der organisierten Kriminalität und haben gesagt, dürfen wir euren Namen herausgeben? Das ist übrigens die Anfrage. Darüber wurde dann sein Name bekannt und seine Adresse und dadurch wurde er wahrscheinlich ermordet. Und deswegen ist es uns besonders wichtig, darauf zu achten, dass diejenigen, die nicht unter dem eigenen Namen eine Anfrage stellen wollen, entweder andere Personen finden, gern auch uns, die Anfrage für sie stellen oder das ganz pseudonym machen. Jetzt aber Mikro Nummer 8, bitte. Ja, hallo, meine Frage ist relativ ähnlich und zwar, ihr geht ja da so teilweise auch so ein bisschen spaßhaft, finde ich, ran und wie teuer sind denn jetzt diese ganzen Anfragen, zum Beispiel von diesem Wettbewerb? Die Wettbewerbsanfragen, die waren, glaube ich, alle kostenlos. Es ist aber tatsächlich so, grundsätzlich dürfen Behörden für sehr umfangreiche Anfragen bis zu 500 Euro an Gebühren erheben. Das tun die, wenn, dann meistens zu Abschreckungszwecken. Da kann man häufig die entweder runterhandeln oder die sogar auf Null bekommen. Ein bisschen teurer sind tatsächlich Klagen, was auch der Grund ist, warum wir diesen Klagefonds eingerichtet haben. Jetzt mal zum Beispiel Landtag Rheinland-Pfalz, diese Klage. Da haben wir letztlich, obwohl wir gewonnen haben, glaube ich, so 3.000 Euro draufgezahlt. Das ist es aber, glaube ich, wert. Und die 4, bitte. Danke. Vielen Dank für eure heldenhafte Arbeit. Ich habe die Frage, ob es so Trotzreaktionen gibt zwischen den Behörden, ob die miteinander reden sozusagen und sagen, ja, den kennen wir schon von der anderen Behörde und geh weg oder so. Wollt ihr dazu auch was sagen? Also, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob nicht vielleicht ein paar von uns tatsächlich eher Informationen bekommen, weil die Behörden wissen, die klagen dann auch. Also ich glaube, sich so einen gewissen Ruf bei Behörden zu erarbeiten, kann durchaus was bringen eigentlich. Wir wissen aber auch, dass, obwohl das nicht erlaubt ist, durchaus ab und zu getuschelt wird unterhalb der Behörden. Also ich habe durchaus schon mal von dem Landwirtschaftsministerium eine Antwort bekommen auf eine Anfrage, die ich ans Gesundheitsministerium gestellt hatte, weil die einfach mal intern so ein bisschen weitergeleitet haben. Wir haben aber auch in so einem Standardsatz bei Befragten Staat drinstehen, bitte, also es wird widersprochen der Namensweitergabe an andere öffentliche Stellen. Und die 6, bitte. Hi, danke für den Talk. Ich lebe leider in einem Bundesland, wo es noch kein IFG gibt. Könnt ihr mal sagen, wie da so der Stand ist? Bayern, Sachsen, Niedersachsen. In Sachsen im Koalitionsvertrag steht drin, dass es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt. Schwarz-rote Regierung, die SPD verfolgt das ein bisschen so, wird aber, glaube ich, nichts mehr. Die sind da einfach nicht mit genug Power dahinter. Die CDU will kein Gesetz. Es steht allerdings im Koalitionsvertrag. Ich glaube, es ist sinnvoll, da die SPD noch mal dran zu erinnern bis zur Wahl. Niedersachsen, neue Regierung, die haben keine Lust mehr, so ein Gesetz einzuführen. Da steht im Koalitionsvertrag drin, dass man erstmal evaluieren will, wie das in anderen Bundesländern so gelaufen ist. Und in Bayern war es so, dass die Freien Wähler im Wahlprogramm drinstehen hatten, dass sie ein IFG einführen wollen. Und das haben sie dann in den Koalitionsvertrag nicht reinbekommen. Die haben sich das abkaufen lassen von der CSU. Insofern glaube ich, dass die Landschaft der Informationsfreiheit nächstes Jahr ungefähr so aussieht wie dieses Jahr. Noch eine Frage aus dem Netz. Ja, und zwar, wie ist es bei Unternehmen, die 100% dem Bund gehören, gilt das IFG da auch, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn? Das gilt nicht beim IFG automatisch, aber beim UIG, was ich vorher schon angesprochen hatte, das Umweltinformationsgesetz. Wenn es um Umweltinfos geht,
Und Umwelt ist ein sehr breiter Begriff. Alles, was stinkt, laut ist, irgendwie die Umwelt kaputt macht oder so. Dann gilt das Umweltinformationsgesetz und dann müssen auch Unternehmen, die dem Bund gehören, Auskunft geben. Und das ist ja bei der Bahn glücklicherweise meistens der Fall. Die bauen ja Sachen und Schienen und so, Infrastruktur sind Umweltinformationen. Das heißt, wenn man auf dieses Spezialgesetz geht, dann sind die eigentlich auch auskunftspflichtig. Und damit kommen wir zur leider schon letzten Frage für diesen Talk und die kommt von Mikro Nummer 3, bitte. Ich wollte gerne wissen, ihr hattet vorhin gesagt, dass ihr die ersten Entwürfe und Lobby-Einbringungen in Gesetze mitveröffentlichen wollt von den Ministerien. Und da wollte ich wissen, ob das jetzt eine Richtlinie ist, die von der nächsten Regierung einfach wieder zurückgenommen werden kann oder ob es da Möglichkeiten gibt, das auch in ein Gesetz zu gießen, dass es nicht ohne weiteres wieder intransparenter wird in Zukunft. Ja, das ist eine super Frage. Es gab einen Kabinettsbeschluss und es ist, wie sagt man das dann, es wird in der Regel so gemacht, dass solche Kabinettsbeschlüsse weitergeführt werden, auch über die einzelnen Legislaturperioden hinaus. Ich glaube, es ist ein gutes Signal, dass das jetzt am Anfang der Legislatur gemacht wurde. Und wenn man erstmal so einen Standard von Transparenz etabliert hat, dann ist es ziemlich schwer, dahinter zurückzugehen. Was aber nicht passiert ist, ist zum Beispiel, das in die Geschäftsordnung der Bundesregierung zu verankern. Das wäre, glaube ich, der richtige Ort. Das ist bisher noch nicht passiert. Und das war's. Best auf Informationsfreiheit. Vielen Dank, Rainer Reag, Anna Biselli und André Meister. Und Arne Semsrott.